Hallo und herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sie hören und sehen den ING Markets Chart Flash für Montag, den 4. Dezember. Mein Name ist Donald Gerth, ich bin Analyst bei börsedaily.de und der Blick geht an die Wall Street zum Dow Jones. Heute neue Rekorde. Ja, die Futures liegen deutlich im Plus, 200 Punkte etwa. Aber was passiert dann? Wir haben, das sehen wir hier in einem ganz langfristigen Chart auf Monatsbasis, 8 Monate in Folge einen Kursgewinn zu verbuchen gehabt, bis einschließlich Ende November. Und das ist seit Jahren nicht mehr passiert. Wir hatten was Ähnliches, wenngleich hier ein kleines Minus zwischendrin geschaltet war, Anfang 2009. Nur, da kamen wir aus einer Base, aus einer kräftigen Base von über einem Jahr, in der es gewaltig abwärts ging. Und da kann eine solche Gegenbewegung dann nicht unbedingt wundern. Aber jetzt haben wir bereits 8 Jahre lang Hosse hinter uns und trotzdem geht es wie auf Schienen höher. Eigentlich schon ab Anfang 2016. Wir hatten hier zwar diese kurzzeitige Konsolidierung im Spätsommer 2016 gehabt, aber mit dem Wahlsieg von Trump im November ging die Kursrakete dann richtig los. Kurze Pause Anfang 2017, seitdem geht es immer weiter nach oben. Von immerhin 15.500 Anfang letzten Jahres bis auf jetzt immerhin 24.232 Punkte. Und wie gesagt, die Futures indizieren, dass nach der Verabschiedung des Steuerpaketes im Senat am frühen Samstagmorgen damit auch jetzt noch ein Packen draufgesetzt wird. Möglicherweise kommt man in Richtung 24.500 Punkte. Aber was dann? Gibt es tatsächlich keine Gewinnmitnahmen? Das Paket als solches ist ja noch nicht durch. Das ist ja eine andere Version gewesen als das, was im Repräsentantenhaus durchging. Was bedeutet, dass man das erstmal jetzt abgleichen muss, dann muss das Repräsentantenhaus nochmal zustimmen, dann kann Trump das Ding unterzeichnen und dann wird sich erstmal herausstellen müssen, ob es so effektiv ist, wie man eigentlich denkt. Alle denken keineswegs so. Es gibt eine Menge Volkswirte, die sehr bezweifeln, dass der Effekt allzu groß ist. Offiziell rechnet man auch nur damit, dass die durchschnittlichen Gewinne der Unternehmen an der Wall Street nicht 8, sondern damit 11-12% steigen. Nett in 2018. Aber ist das einen solchen Kursanstieg wert? Warnschüsse gab es ja schon, nämlich am Freitag diesen Mini-Crash, der dann fleißig wieder aufgeholt wurde, um ja kein negatives Signal zu generieren. Das ist jetzt kein echter Hanging Man geworden, dazu hätten wir noch knapp ins Plus laufen dürfen, aber es ist schon ein Warnsignal, denn dass es so schnell, so deutlich abwärts geht aufgrund dieser Nachricht über Flynn und dass man dann die Kurse so unbedingt wieder aufholt, um ja kein negatives Signal entstehen zu lassen, zeigt nicht, dass die Bullen souverän am Ruder stehen, sondern dass sie sehr nervös sind. Dass sie das noch durchsetzen können, mag sein. Aber man ist natürlich gewarnt, wie schnell es abwärts gehen kann. Nur charttechnisch gesehen ist das soweit noch nicht dramatisch. Andererseits allerdings auch für aggressive Trader auf der Long-Seite ein Problem. Denn dramatisch würde es erst, wenn die Supportzone in Form der oberen Begrenzung dieses Aufwärtstrendkanals vom Mai bei 23,4 und die 23,6, 20-Tage-Linie und dieses Zwischenhoch von Anfang November durchbrochen wird. Und bis dahin ist es eben noch ein ordentliches Stück nach unten. Erst darunter wäre überhaupt mehr als ein Rücksetzer passiert. So betrachtet bewegt man sich da schon in luftigen Höhen. Und dass in diesem Umfeld Gewinnmitnahmen ausbleiben, ist eigentlich nicht so unbedingt zu erwarten. Kurz, wir könnten fester eröffnen, wir könnten vielleicht den Tag auch mit einem gewaltigen Plus beenden, aber ob es dann morgen am guten alten Turnaround Tuesday auch tatsächlich bei einem Plus bleibt, das ist noch eine ganz andere Frage. Vorsicht ist da also schon geboten. Wir sehen auch gleich beim DAX, dass man da zwar optimistisch, aber doch vorsichtig optimistisch ist. Der Blick auf die Nasdaq zeigt, da ringt man um die 20-Tage-Linie. Dort gibt es keine neuen Hochs, weil am vergangenen Mittwoch die Halbleiteraktien aus heiterem Himmel unter Druck gerieten, sich das am Freitag dann noch einmal ereignete und man es gerade mal geschafft hatte, ein kleines Minus in den Feierabend zu retten. Das heißt, es war von einem gewaltigen
minus in ein kleines verwandelt worden. Das Low lag ja bei 6.244 Punkten, geschlossen haben wir bei 6.337. Das heißt, da ist schon eine ganze Menge aufgeholt worden. Trotzdem blieb es ein Minus, trotzdem blieben wir nur an und nicht über der 20-Tage-Linie und damit ist der Nasdaq 100 schon ein wenig angeschlagen. Hier müsste es zu einem kräftigen Anstieg kommen, der dann auch erhalten bliebe, aber das Plus dort liegt gerade mal über die Futures bei einem halben Prozent, halb so groß wie das, was die Wall Street für den Dow Jones über die Futures vorab indiziert. Dieser Index ist ja zumindest mal ein wenig wackelig unterwegs. Die 20-Tage-Linie deutlicher zu unterschreiten, wäre für Long-Positionen schon eine Überlegung, da dann Gewinne mitzunehmen. In den anderen Bereichen ja, wird so getan, als wäre alles in bester Ordnung. Gold zum Beispiel. Da hat man es wieder einmal geschafft, den Ausbruch nach oben abzuwenden. Jetzt ist die untere Seite im Feuer. Die Bären hätten die Chance, mit dem Break unter 1264 Dollar, 200-Tage-Linie und Dezember-Aufwärtstrendlinie in einem Aufwasch nach unten zu durchbrechen und damit erstmal richtig Abwärtspotenzial zu generieren. Wobei, aufgepasst, man sollte auf jeden Fall dieses Zwischentief auch noch unterboten haben, 1260 Dollar vom 6. Oktober. Das ist die untere Begrenzung dieser Handelsspanne. Und erst wenn wir darunter schließen, wäre der Bruch der Aufwärtstrendlinie auch hinreichend signifikant. Dann wäre der Weg nach unten erst einmal frei. Bei Euro-Dollar, ja, weiß man nicht so recht, was man tun soll. Das hier ist im Endeffekt nichts anderes als die Konsequenz aus dem durchgegangenen Steuerpaket, Senat-Zustimmung. Denn das bedeutet, man geht von stärkerem Wachstum aus, damit von stärker steigenden Zinsen, einem höheren Zinsniveau am Anleihemarkt, das wiederum den Dollar attraktiver macht und das wiederum stärkt den Dollar und drückt die Relation des Euro zum US-Dollar. Aber nicht so markant, dass man davon ausgehen könnte, dass der Versuch, sich in Richtung der bisherigen Jahreshochs bei 1,2090 zu begeben, jetzt damit schon gescheitert wäre. Dazu müssten wir zumindest unter die 20-Tage-Linie rutschen, aber eigentlich wäre erst dann Feierabend für die Bullen, wenn wir unter 1,1550 gehen würden und damit diese Schulterkopf-Schulter-Formation mit einer völlig aus dem Ruder gelaufenen zweiten rechten Schulter dann doch noch vollenden würden. Da ist es noch ein weiter Weg. Also das hier schon als klaren Abwärtsschwenk des Euro nach unten zu sehen, wäre gewagt. Da fehlt noch ein Stück. Bei Rohöl Brent ist interessant, dass wir am Freitag die Verlängerung der Fördermengenbegrenzung seitens der OPEC gesehen haben. Das hat auch zu Kursgewinnen geführt. Eigentlich war es am Donnerstagabend, diese Meldung. Aber seitdem geht es nicht weiter aufwärts. Das heißt, es ist immer noch möglich, dass wir hier knapp unter 65 Dollar einen Top ausbilden und wieder nach unten laufen. Nur eine Short-Trading-Gelegenheit wäre trotzdem erst dann gegeben, wenn diese ganze Phalanx an Unterstützung mit Schlusskursen unter 57,50 hinreichend deutlich nach unten durchbrochen wäre. Dann hätten wir in der Tat ordentlich Luft nach unten. Dass es sukzessive kälter wird, wie es nun mal in der Jahreszeit so üblich ist, ist dabei nicht unbedingt ein Argument, denn immer im Winter die Ölpreise steigen, das ist im Endeffekt über Jahre betrachtet nicht immer der Fall, sondern eher, naja, man kann eigentlich gar keine statistische Größe ermitteln. Das ist eine 50-50-Geschichte. Was hier zählt, ist die kurzfristige Charttechnik und die kurzfristigen Trader. Denen ist relativ wurscht, weil die Nachfrage, die steigende, ist ja natürlich durch ein entsprechendes Angebot gedeckt. Es ist nicht so, dass der Ölpreis dann im Dezember, Januar, Februar senkrecht durch die Decke geht, weil keiner mehr Öl zu liefern hätte, was die Leute haben wollen. So betrachtet spielt das eine untergeordnete Rolle. Die Charttechnik ist es. Und die Tatsache, dass diese Verlängerung der Fördermengen im Endeffekt auch erwartet wurde, führt dazu, dass der Ausbruch nach oben, den einige erhofft haben, zumindest für den Moment erst einmal vom Tisch ist. Sollte er gelingen, wäre das Kursziel 68 Dollar, wenn nicht unter 57,5, wäre das eine Basis für Short Trades. Und jetzt zum DAX. Nun, der hat schon ein ordentliches Plus von immerhin 1,2%, fast 160 Punkten. Allerdings, wir hatten es heute Morgen im Morning Call ja gesehen. Der letzte Kurs per 22 Uhr über den DAX Future, der lag ja höher, fast bei 12.950 Punkten und nicht hier auf diesem Absturzniveau, das wir ja nur deswegen hatten, weil diese Meldung über die Aussagen des ehemaligen US-Sicherheitsberaters Flynn genau in die letzte halbe Handelsstunde des DAX gefallen war.
Am Abend konnte der DAX sich wieder über bzw. an die Supportzone 12.910, 12.951 retten und notiert jetzt drüber. Aber unterhalb des Eröffnungskurses. Diejenigen, die in aller Hast ihre Short-Positionen eindecken mussten, die haben es erledigt. Jetzt wartet man auf Anschlusskäufe. Und ob die kommen, wird sich erst herausstellen müssen. Gut möglich, dass man da Richtung Wall Street Eröffnung noch ein bisschen Gas gibt, weil man davon ausgeht, dass die Futures zwar sehr stark im Plus liegen an der Wall Street, aber auch dort der eine oder andere Bär noch eindecken muss und dementsprechend noch ein bisschen mehr nach oben drin ist. Aber abgerechnet wird um 16:30 respektive ganz am Schluss um 10 und dann erst zählt es. Und letztlich ist es noch ein ziemlich weiter Weg. Über 13.2, über diese Zwischenhochs vom November, müsste der DAX schon rüber. Vorher wäre er nicht bullisch, auch wenn er die 20-Tage-Linie, die mittlerweile ja in die Handelsspanne hineingelaufen ist, überwindet. Das alleine reicht nicht aus. 13.2 auf Schlusskursbasis überboten oder unter 12.9 auf Schlusskursbasis, aber eben nicht nur auf Xetra-Basis, sondern auch auf Basis des letzten Kurses um 10, was am Freitag eben nicht gegeben war. Das wäre eine Voraussetzung für einen neuen Trade. So sind wir immer noch letzten Endes in einer Handelsspanne drin. Soweit der Überblick am Montagmittag über die Märkte insgesamt. Den DAX mit seinen Schlusskursen schauen wir uns morgen früh an in der nächsten Ausgabe des ING Markets Morning Call. Bis dahin, schönen Montag und machen Sie es gut.